Prominente CDU-Politiker fordern diese Woche, dass katholische Priester endlich heiraten dürfen. Der Papst kommt, geht, das Zölibat gilt bald auch für unsere Priester. Liebe deine Nächste. Kinder, ich habe gegoogelt, dieses mit dem Zölibat, das gibt es seit 1139. Und es ist ja auch kein Gottesgebot, sondern es hat ja nur mit Kirchenrecht zu tun. Da haben damals schon eine Handvoll Schwule haben gesagt, nö, wir bleiben schön unter uns. Und haben sich das, ausgekaspert, dieses Zölibat. Ist doch komplett unmodern und ich bin der Meinung, ein Priester oder auch ein Pfarrer ist der vordergründigste Job von denen ist doch Seelsorge. Und wenn ich als Mensch nicht weiß, was Liebe, Leidenschaft, Eifersucht und auch Beziehung anbetrifft, kann ich doch meinen Schäfchen in der Gemeinde überhaupt keinen Beistand weiß geben. Das denn nicht? Aber ich meine, Heller, man könnte natürlich anfügen, jetzt seit 1100, was war das? 39. 1139 steht die Kirche still. Sie hat sich nicht weiter erneuert. Das ist permanent so. Im Übrigen wollte ich nur eins anmerken. Ich fände es genauso toll und eigentlich noch viel besser, wenn diese CDU-Abgeordneten unter Führung des Bundestagspräsidenten den Papst mal auffordern würden, dieses blöde Kondomverbot in den Ländern der dritten Welt abzuschaffen. Das ist ungleich wichtiger als Zölibat. Zumal die Politik ohne Langeweile. Vier gewinnt. Die neue Meinungsshow bei NTV. Heute 23:05 Uhr.